Herzlich willkommen heute zur Meditation Herzlicht. In unserem Herzzentrum ist das innere Licht und durch Yoga und Meditation können wir uns verbinden mit diesem inneren Licht, in uns sammeln und das Schöne ist, wir können dieses Licht in die Welt bringen. Und in dieser Meditation kannst du nicht nur das innere Licht spüren, sondern du kannst es wirklich dann nach außen zu den anderen Menschen bringen und so wirst du eine Lichtsäule, ein Lichtspender und ganz viele Menschen, die mit deinem Licht in Kontakt kommen, können das dann auch spüren, dass sie in sich selbst ein Licht haben. Wir beginnen im Sitzen. Wenn es dir unangenehm ist, kannst du auch auf den Stuhl sitzen. Schließe mal deine Augen, richte deine Wirbelsäule auf, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann fokussiere dich auf dein Herzzentrum im Brustbeinbereich. Und dann atme ein, heb deine Arme weit über den Kopf. Und atme aus, bring dieses Licht in dein Brustbein, in dein Herz, indem du die Hände zusammenführst vor das Brustbein. Atme wieder ein, öffne dich für dieses Licht, heb den Kopf ein bisschen, die Arme, die Finger zusammenführen. Und atme aus, bring wieder den Kopf nach unten, die Hände vors Brustbein. Atme wieder ein, heb die Arme, senk den Kopf. Atme wieder ein. Öffne dich fürs Licht, bring das Licht in dein Herz. Atme wieder ein und atme wieder aus. Die Hände vors Brustbein und nun öffne die Arme zur Seite, dreh die Hände nach außen. Richte nochmal deine Wirbelsäule auf, lass deine Schultern entspannt sinken. Und nun atme ein, dieses Licht in dein Herz. Und atme aus, lass es übers Herz, in die Brust, in deine Arme, in die Hände zurückfließen. Atme dieses Licht ein über dein Herzzentrum. Und atme aus, lass es über deinen Brustraum, über deine Arme, über deine Hände nach außen fließen. Ich öffne mich einatmend fürs Licht. Und ausatmend bringe ich dieses Licht in die Welt. Wiederhole das in deinem Atemrhythmus. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, dieses Licht, das einströmt in dein Herzen und ausströmt aus deinem Herzen über die Hände, über die Finger. Die Schultern sind entspannt. Und wenn es dir gelingt, im Leben so offen zu bleiben für dieses Licht, auch in schwierigen Situationen, das Licht immer wieder zu teilen, dann bist du verbunden, dann bist du geschützt. Und dann bring die linke Hand aufs Brustbein, die rechte Hand drüber und spür jetzt dein Herzzentrum, dieses innere Licht in dir. Lass den Atem frei fließen und spür das Licht in dir, in deinem Herzen, das Herzlicht.
Vielleicht spürst du auch die Wärme durch die Berührung deiner Hände. Das innere Licht in deinem Herzen fühlen, spüren. Und je offener du bist, desto mehr kannst du dieses innere Licht empfangen, spüren, fühlen. Und dann legst du deine Hände auf die Oberschenkel. Und nun strahlst du dieses Licht in die Welt hinaus. Das ganze Universum und strahlst wie eine Sonne in die Welt. Und allen Menschen, die dir heute begegnen, schenkst du dieses Licht, dieses Strahlen, sodass jeder Mensch deine Ausstrahlung spürt. Deine lichtvolle Ausstrahlung. Und die Essenz aller Religionen, Spiritualität, ist das gute Herz. Strahle einfach grundlos dein Licht teilen. Und je mehr du dein Licht teilst, desto mehr lösen sich alte Spannungen, Blockaden in deinem Herzzentrum. Desto mehr kann sich dein inneres Licht entfalten, wenn du es teilst. Vielleicht kannst du spüren, wie der Herzraum sich entspannt und weich wird, wie eine Blume, die sich öffnet, den Duft ausstrahlt. Und vielleicht kannst du sogar spüren, wie deine Ausstrahlung um den Körper herum sich verändert, deine Aura, so wie ein Licht. Du musst dich jetzt nicht mehr schützen, denn alles, was heute zu dir kommt, darf da sein. Angst, Unsicherheit. Denn wenn du offen bist, kann sich das verwandeln in deinem Licht. Die Angst, alles, was kommt, kann durch dich durchfließen. Und dein Licht transformiert alles. Und auch schwierige Menschen bringen dich nicht mehr aus diesem Strahlen heraus. Denn du bist dieses innere Licht.
Und dann bring deine Hände vors Brustbein. Und spür nochmal nach, wie du dich fühlst, wenn du mit diesem Innerlicht wirklich verbunden bist und vor allem es teilst, verbunden bist und es teilst mit anderen. Wie fühlst du dich dann? Und wie handelst du dann? Ist es dir auch möglich zu sehen, dass dieses innere Licht bei jedem Menschen da ist? Auch bei einem Menschen, der dir vielleicht nicht so nahe ist? Mit großem Respekt, Demut verneige ich mich vor meinem inneren Licht. Namaste. Ja, herzlichen Dank für deine Präsenz. Und ich spüre jetzt so mein Strahlen, dass ich verbunden bin. Und wenn du mit deinem Strahlen jetzt heute in die Welt gehst, dann werden alle Menschen, auch Tiere, Wesen, das fühlen, die offen sind, für das es zu empfangen. Und die Welt verändert sich durch dein lichtvolles Strahlen. Ich wünsche dir einen wunderschönen, lichtvollen Tag, voller wundervoller Begegnungen. Danke.